Was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge von Warboards mit mir, Commander B. Und Leute, in diesem Video werden wir etwas ganz was Spezielles machen. Und zwar, ich werde euch zeigen, wie ihr Gold, Silber, Platin und Energiezellen schneller bzw. schnell bekommen könnt. Kommen wir zum Silber, Leute. Silber ist was ganz was Wichtiges in Warbots, um die Waffen und Roboter sowie die Module zu leveln. Dazu könnt ihr in den Nachschub gehen und täglich eure Nachschubabwürfe abholen. Ich bin in der Diamantliga und kann somit fast 300.000 Silber abholen, Leute, und ihr könnt das mit Werbung beschleunigen. Ich denke mal, dass ihr das dreimal machen könnt. Da habt ihr so ungefähr 600.000 bis 800.000 Silber an einem Tag, Leute. Was ihr allerdings noch machen könnt, sind alte Bots, die ihr nicht mehr benutzt, zu verkaufen. Nein, nicht den Ravana. Ich zum Beispiel, ich nutze zum Beispiel den Riven nicht mehr. Ich kann den ganz einfach verkaufen. Aber bevor ihr das tut, schaut immer, dass ihr die Module auch noch verkauft. Also ihr könnt zum Beispiel dieses Modul hier entfernen. Und hier könnt ihr dann einfach verkaufen. Ich verkaufe hier zum Beispiel jetzt nur eines. Dann könnt ihr die Lackierung verkaufen. Das bei allen Robotern. Ich kann jetzt einfach mal Standard wählen. Und jetzt kann ich diese Lackierung hier verkaufen und ich kriege 100.000 Silber. Und jetzt kann ich auch noch diesen Roboter verkaufen für 300.000 Silber. Dann haben wir schon ungefähr 1,2 Millionen an einem Tag. Aber natürlich, wenn ihr mehr Waffen habt oder mehr Roboter, könnt ihr natürlich mehr verkaufen. Ja, Leute, ihr könnt das ganz gleiche bei den Waffen machen, die Waffen, die ihr nicht mehr braucht. Ich zum Beispiel brauche diese Waffen. Schwere Waffen kann ich die Thunder verkaufen. Die brauche ich nämlich nicht, Leute. Da kriege ich auch schon wieder Silber, Leute. Was ihr allerdings noch machen könnt, sind Piloten zu verkaufen, die ihr nicht mehr braucht oder sie mehr als nur doppelt habt. Ich persönlich brauche alle Piloten. Ich könnte aber, wenn ich einen doppelt hätte, was ich allerdings nicht habe, hier, diesen einen Piloten hier kann ich verkaufen. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Und hier könnte ich ganz viel Silber bekommen. Wie ihr hier seht, jetzt habe ich ordentlich Silber bekommen. Was ihr noch machen könnt, ist in den Workshop gehen und hier alles durchschauen bei den Robotern. Könnt ihr einfach hier draufklicken und je nachdem, wie viele Teile ihr verkaufen könnt, kriegt ihr auch Silber. Wenn ich all meine Airbus-Teile verkaufen würde, würde ich 5,3 Silber bekommen. Was ich allerdings nicht mache, denn ich möchte diesen Erebus haben. Das gleiche gilt bei den Waffen. Wenn ihr Waffen verkaufen möchtet, ich zum Beispiel kann ich diese Smoother verkaufen, dann kriege ich 150.000 Silber. Und Flux kann ich auch verkaufen, kriege ich auch ein bisschen Kleingeld, Leute. Was man noch machen kann, sind die Mutterschiffe zu verkaufen, die ihr nicht mehr braucht. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Bauteile für den Dreadnought A42. Den kann ich jetzt auch verkaufen, Leute. Da habe ich auch wieder Silber bekommen. Was ihr noch machen könnt, ist hier reinzugehen, in den Laden oder in den Shop. Hier könnt ihr für zweimal Werbung 100.000 Silber bekommen.
Ja, Leute, das war's zum Silber. Und jetzt kommen wir zum Gold, Leute. Gold könnt ihr im ersten Schritt bekommen, wenn ihr kämpft und sehr gut abschneidet und auch gewinnt. Maximal könnt ihr 10 Gold gewinnen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und ihr könnt auch Werbung gucken. Oder wenn ihr einen Facebook-Account habt, könnt ihr einfach mit dem Facebook-Account verbinden, dann habt ihr 60 Gold. In dem Fall, dass ich kein Facebook-Account habe, kann ich das nicht machen. Wenn ihr Geld ins Spiel investieren wollt, könnt ihr 500 Gold kriegen. Ihr könnt zweimal Werbung für 10 Gold, zweimal Werbung für 30 Gold, einmal Werbung für 5 Gold angucken. So wie bei den täglichen Aufgaben. Ein paar Matches spielen und hier auch ganz viel Gold bekommen. Maximal könnt ihr 5 Aufgaben machen. Wenn ihr die alle täglich schafft, dann habt ihr täglich 100 Gold plus. Wenn ihr das hier alles anschaut, dann habt ihr so 140 Gold. Was noch geht, ist ins Shop zu gehen, ins Sale. Gold zu kaufen, aber am besten hier wieder mit Werbung einfach 10 Gold angucken, Leute. Kommen wir zum Platin. Platin könnt ihr nicht so ganz einfach bekommen. Ist eine ganz eine seltene Ressource in War Robots. Da gibt es nur eine Möglichkeit: Spielen und Werbung angucken. Und Truhen öffnen. Hier zum Beispiel könnt ihr 2 Werbungen angucken, damit ihr 5 Platin kriegt. Hört sich nicht viel an, Leute, aber ist viel besser als gar nichts. Ihr könnt hier ein paar Ehrenpunkte sammeln, damit ihr 10 und sogar 15 Platin bekommen könnt, Leute. Fragt mich nicht, warum oben 250 Ehrenpunkte zu bekommen sind und dafür nur 10 Platin bekommt und unten weniger, aber trotzdem nur 15 Platin. Fragt mich nicht, warum das so ist. Das könnt ihr nämlich täglich auch machen. Dann habt ihr hier täglich um die 30 Platin bekommen, wenn ihr die 2 Aufgaben schafft und alles an Werbungen anguckt, könnt ihr Platin gewinnen. Ich denke mal, bei Sale ist gar nichts. Ja, hier ist normalerweise nichts. Und kommen wir zum vorletzten Ressource, und zwar zu den Energiezellen. Wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr Unmengen an Energiezellen in Videos angucken. Und wenn ihr das alles macht, könnt ihr täglich so um die 30 bis 40, ich meine 300 bis 400 Energiezellen bekommen. Ihr könnt auch hier im Einsatz viel Platin, Silber, Gold und Energiezellen sowie Booster, Schlüssel, Waffen, Lackierungen, all mögliche Sachen kriegen. Auch sehr empfehlenswert. Platin könnt ihr allerdings auch kriegen, wenn ihr Truhen öffnet. In dem Fall habe ich hier 0, 0, 0 und 0. Meine aktuellen Preise stehen mittelmäßig Nivea auch, Leute. Wie habe ich gerade Nivea ausgesprochen? Komplett falsch. Ja, Leute. Kommen wir zum letzten Ressource, Leute. Und zwar zum den Marken, Leute. Wie bekommt ihr am besten Marken? Indem ihr Marken, Truhen öffnet, um Marken zu gewinnen. Und wie öffne ich Truhen, wenn ich 0 Marken habe? Genau, spielen und Werbung angucken, Leute. Ihr könnt hier Unmengen an Ehrenpunkte verdienen und somit Marken bekommen. Ist halt mit der Zeit, wenn man nicht so aktiv ist, nicht so einfach. Ihr könnt hier allerdings täglich immer ganz viele Schlüssel bzw. Marken abholen.
Wenn ihr 2 Tage lang keine Videos anguckt, könnt ihr zweimal die 2 angucken, also viermal. Da habt ihr 10 von den silbernen und 20 von den normalen, von den bronzen. Dann könnt ihr hier oben, nicht hier, sondern bei diesen Einkaufswagen hier, unter den Sonderlieferungen ist hier ein Einkaufswagen, da draufklicken und hier könnt ihr auch Videos anschauen, um ganz viele Marken zu bekommen. Wie ihr hier seht auch. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe das Ganze ganz schnell und leicht zusammengefasst. Wenn ich irgendwas vergessen habt, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Leute.